Heute geht es um die Frage, warum dein Gitarrenlehrer dir nichts mehr beibringen kann. Hallo, hier ist Christian Konrad. Eine Sache habe ich in letzter Zeit immer wieder erlebt, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich nehme Unterricht, aber mein Gitarrenlehrer kann mir nichts mehr zeigen. Was soll ich tun? Soll ich mir einen anderen Lehrer suchen? Soll ich ganz aufhören mit Unterricht? Jetzt ist natürlich immer die naheliegende Entscheidung, man sucht sich sofort einen anderen Gitarrenlehrer und nimmt da Unterricht. Aber oftmals ist das nicht die Lösung, wie ich aus meiner langjährigen Erfahrung weiß. Und darum soll es heute gehen, was du tun kannst, wenn du unzufrieden bist mit deinem Lehrer. Ich glaube zuallererst mal, dass diese Sichtweise, dass der Lehrer dich besser macht, indem er dir was beibringt, dass die eigentlich falsch ist. Sondern gerade wenn du jetzt kein Kind mehr bist, sondern vielleicht schon erwachsen oder Jugendlicher zumindest, dann bringst du dir Dinge selbst bei. Du brauchst niemanden, der dir was beibringt. Also mir ist die Formulierung zu passiv. Der Lehrer bringt mir was bei. Klar, so kennt man es schon immer aus der Schule. Aber wenn es darum geht, Gitarre zu lernen oder man kann es auf alle Musikinstrumente übertragen, dann bringst du dir selbst etwas bei und du suchst dir Hilfe aus verschiedenen Quellen. Also sieh zu, dass du erstmal das nicht so passiv formulierst, ich lasse mir etwas beibringen, sondern du sagst, ich lerne etwas oder ich bringe mir was bei. Wie kann mich vielleicht ein Lehrer oder eine Lehrerin dabei unterstützen? Das muss erstmal die Frage sein. Und viele haben da eine völlig falsche Vorstellung, was ein Gitarrenlehrer leisten kann und was nicht. Gitarre lernen ist kein Event. Das ist also nicht, man geht zum Gitarrenunterricht und wenn man da rausgeht, ist man besser als vorher. Das ist aber genau der Irrglaube, dem viele unterliegen. Sie glauben, dass sie in der eigentlichen Unterrichtszeit besser werden sollten. Und wenn das ausbleibt, dann ist oft die naheliegende Reaktion, ich muss mir einen anderen Gitarrenlehrer suchen, der kann mir nichts beibringen. Aber ich finde, ein Gitarrenlehrer hat eigentlich andere Aufgaben. Ähnlich wie im Sport, finde ich, kann dir ein Gitarrenlehrer helfen, einen für dich optimalen Trainingsplan oder Übungsplan zu erstellen. Dazu musst du aber natürlich auch wissen, was du willst. Die Ausgangssituation muss erstmal sein, dass du weißt, was du lernen möchtest. Und dann kann ja der Gitarrenlehrer helfen, den Weg dahin zu finden, die Schritte festzulegen, die zu tun sind. Aber es ist eine Hilfe zur Selbsthilfe in jedem Fall. Beim Sport kann dir dein Trainer auch nicht das Training abnehmen. Dein Gitarrenlehrer kann zum Beispiel dir Fehler aufzeigen. Wenn du was geübt hast, kann der Gitarrenlehrer ganz klar sagen, aufgrund seiner Erfahrung, das geht so nicht oder das ist anders besser oder du hast hier was falsch gemacht oder ungünstig gemacht. Das ist eine wichtige Funktion eines Lehrers. Oder dir Motivation geben, zu zeigen, was kannst du erreichen, indem man es dir vorspielt vielleicht, wenn du das jetzt 3 Monate ordentlich übst. Und ein Unterrichtstermin kann auch eine gewisse Verbindlichkeit aufbauen, weil es ist eine Verbindlichkeit, indem du ausmachst, in 14 Tagen sehen wir uns wieder, bist du ein bisschen mehr gezwungen, wirklich das zu tun, was du dir vorgenommen hast oder was ihr verabredet habt. Du musst also zu Hause üben, wenn du dich in der nächsten Stunde nicht blamieren willst, indem dein Lehrer das dann natürlich wieder abfragt, was vereinbart war. Und natürlich ist dein Lehrer auch dazu da, dir Wissen zu vermitteln und vielleicht auch auf einem kürzeren Weg zu vermitteln, als du das alleine könntest. Wissen ist ja heutzutage alles verfügbar dank Internet, aber dein Lehrer kann das richtige Stückchen Information für dich zur richtigen Zeit bereithalten. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, warum sich Unterricht lohnen kann. Aber ein Lehrer kann dich eigentlich nicht besser machen. Du musst das selbst übernehmen. Du musst regelmäßig üben. Besser werden ist kein Event, sondern ein Prozess. Also das einmal die Woche zum Unterricht gehen und dich da hinsetzen, macht dich nicht besser. Viele
viele haben vom Gitarrenunterricht die meines Erachtens falsche Vorstellung, dass man da hingeht, damit einem ein Lehrer jede Woche was Neues zeigt, was man annimmt, versteht und dann funktioniert das sofort. Aber das wäre wie der Fitnesstrainer, der dir jede Woche neue Übungen zeigt, die du dann automatisch beherrschst. Kann nicht funktionieren. Du musst die Verantwortung übernehmen und musst selbst üben. Ich hatte auch schon Gitarrenschüler, mit denen ich immer wieder eine neue Stunde einzeln ausgemacht habe und die haben sich dann irgendwann nicht mehr gemeldet. Irgendwann hat man vielleicht mal nachgefragt oder sich in der Stadt getroffen und dann kam raus, ja, ich bin zu einem anderen Lehrer gerade gewechselt, der konnte mir das und das und das beibringen. Wo ich denke, hä, das hätte ich dir doch auch zeigen können. Warum hast du dafür den Lehrer gewechselt? Weil unbewusst mit einem neuen Lehrer immer eine neue Motivation verbunden ist, sich mal kurz reinzuknien und aktiv was zu tun, dass man besser wird. Und die schwindet leider meistens nach und nach, weil einfach der Reiz des Neuen verfliegt, des neuen Unterrichts. Genau wie wenn du ein neues Fahrrad hast, wirst du freiwillig viel öfter Fahrrad fahren, als wenn das 5 Jahre alt ist. Das ist einfach nur dadurch zu erklären, dass die Sache neu ist. Aber immer wieder dir einen neuen Lehrer zu suchen, wird dich nicht langfristig weiterbringen. Also frag dich mal, ob dein Lehrer dir wirklich nichts mehr beibringen kann. Mag vielleicht auch so sein im Einzelfall. Aber viel häufiger ist es so, aus meiner Erfahrung, dass die Schülerin, der Schüler eigentlich unbewusst die Verantwortung fürs eigene Weiterkommen abgegeben hat an den Lehrer oder die Lehrerin. Und das kann nicht funktionieren. Also übernimm die Verantwortung. Du kannst auch ganz ohne Unterricht weiterkommen. Du kannst dir auf YouTube alles zusammensuchen. Es gibt tolle Videokurse, wie meine eigenen Kurse zum Beispiel, auch Link dazu wie immer in der Beschreibung. Das Material, daran scheitert es nicht. Das ist überall verfügbar und dafür braucht man heute immer weniger Unterricht. Den Unterschied macht, ob du dich selbst dazu bringen kannst, regelmäßig zu üben oder nicht. Davon wird dein Fortkommen abhängen und nicht davon, ob dein Lehrer dir jede Woche was Neues zeigen kann oder will. Oftmals ist es ja so, dass der Lehrer dir natürlich viel Neues zeigen könnte, aber wenn er merkt, du hast das noch gar nicht umgesetzt, was er dir schon gezeigt hat, warum sollte er dir dann was Neues zeigen? Mache ich auch nicht. Also sei ein bisschen selbstkritischer, setz dich regelmäßig hin zum Üben und du wirst merken, dass du besser wirst und dann hat dein Lehrer vielleicht auch wieder mehr Lust, dir zu helfen und dir was Neues zu zeigen, wenn er merkt, dass du das Gezeigte umsetzt. Ansonsten ist es nämlich wirklich für jeden Lehrer sehr ermüdend, wenn man immer wieder Neues zeigt und merkt, der Schüler hat entweder überhaupt gar keine Ziele oder er unternimmt zumindest nicht, die Ziele zu erreichen. Fazit: Eigenverantwortung übernehmen und das nicht auf den Lehrer abwälzen. Man kann ja trotzdem vielleicht mal alle 2 Jahre den Lehrer wechseln, das kann auf keinen Fall schaden, aber es ist nicht die Lösung, dass man jetzt alle 14 Tage verzweifelt wieder einen neuen Gitarrenlehrer sucht, weil man nicht vorankommt. Das ist nicht die Aufgabe des Lehrers. Das war's schon wieder für heute. Gib mir bitte auch den Daumen nach oben, wenn dieses Video dir was gebracht hat. Vielen Dank dafür und abonniere auch meinen Kanal, wenn du Lust auf weitere Videos hast. Bis zum nächsten Mal.